Mein Name ist Fabio und heute kommt das erste Vieh an. Letzte Folge gekauft, letzte Folge alles vorbereitet und heute kommt es an. Wow. Ich hoffe, ich lasse die Kollegen jetzt auch hier rein. Nein. Da kommt wahrscheinlich die Wolle her. Hin. Egal, geht schon geil los, Alter. Bestimmt hier drüben irgendwo. Ja, hier. Das sieht verdächtig nach Dingensbums aus. Tiermenü. Jawohl, Alter. Jupp, Alter. Jetzt haben wir die ersten Viehkollegas hier. So, den Kollegen stelle ich ab. Ich stelle ihn auf die andere Seite einfach. Ist auch vorbildlich hier zu gucken, ob jemand kommt. Ich stelle den einfach mal hier mit zu. Ja. Da hinten hin. Hier stelle ich den hin. Senk den mal ab. Kuppel den ab. Kuppel die Katz. Wow, Schlagloch. Juhu. Jetzt fahre ich hoch zum Shop und hole mir mein neues, freshes Zeug, was ich gekauft habe, ab. Keine Ahnung, ich bin gut drauf gerade. 36 ist so ein hässliches Scheißfeld eigentlich. Aber ich guck mal, ob der Kollege eine Mission für mich hat. Ah, ich muss ja noch über den Fluss drüber. Ja, gut. Kollege, du hast eine Mission. Nein, kein Platz für Missionsfahrzeuge. Oh, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Hey. Ich habe übrigens den Flugmodus noch an. Muss mal eben kurz ausschalten. So. So, kannst du jetzt? Nein, ich will. Kann ich den auch zurück? Ja, ich setze ihn jetzt einfach zurück. Zwar nicht dort, sondern hier. Zurücksetzen. Hey. Muss ich den nur wiederfinden? Wiederfinden. Okay, der setzt ihn zum Shop zurück. Das ist ziemlich geil, weil ich mir dadurch jetzt einiges an Weg gespart habe. Also jetzt hoffe ich, dass der Frontlader auch passt. Das wäre nämlich scheiße irgendwie, wenn nicht. Doch, passt. Jawohl. Sehr geil. Und sehr ist die Palettengabel. Woohoo. Jetzt gehe ich zum Hof zurück und baue da neues Zeug an. Das, naja, egal. Hühner. Ach, Hühner. Da kann ich auch mal gerade gucken, wo ich schon hier oben bin. Kann ich auch mal gucken, was die Kollegen so an Eiern gelegt haben. Ich frage mich gerade, wo ich die verkaufen kann. Eigentlich ist das normalerweise im Dorf, das hier noch nicht verbrannt wurde. Möglicherweise. Boah, die waren aber fleißig. Ja, ich war auch noch nie hier. Ist klar. Zack, zack, zack. Ich finde es schade irgendwie, dass man keine Hühner mehr kaufen kann. Mochte das. Einfach mal beim Essen ist denn hier eins rausgeflogen. Hier steht doch irgendwo im Tiermenü. Genau. Ah, die arbeiten schon fleißig hier. Aber hier steht nicht Statistik, doch Hühner. Eier im Stall. Noch 18. Hier ist noch eins. Da sind noch einige. Habe ich da eins übersehen? Ja, halb. Hier ist noch eines. Müssen insgesamt 60 Eier sein. Jawohl. Da ist nämlich noch eins. Da ist auch noch eins gewesen. Habe ich kollektiert. Da war auch noch eins. Dich habe ich gesehen. Ansonsten, wenn ich das letzte jetzt nicht mehr finde, ist mir auch Schwumpe.
Ich hätte aber gerne eine runde Zahl im Inventar. Na, ist mir egal. So brennt's mal Leute aus. Man könnte ihn auch einfach androhen damit mit der Palettengabel einfach hinten ins Heckfenster reinzufahren. Dann machen die auch schon Platz. Guck mal, der hintere Reifen dreht sich rückwärts und der vordere vorwärts. Nein, das ist natürlich nur eine optische Täuschung. Oh, Freiherr, da habe ich mir eine optische Täuschung. Hehe, der Franz, der Beckenbauer. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich bin gerade einfach voll gut drauf. Ja, alles groovy, alles funky. Keine Sorge, ich bin nicht immer so. Für Leute, die tatsächlich neu zugekommen oder nur neu zugekommen sind, bin ich immer so. Ich bin nur gerade voll gut drauf. Das war ja auch. Ah, das ist schon eine Woche, ja. Na gut. Kriege ich sowas nicht mit. So, den Kollegen setze ich mal an zum Sehen jetzt. Der Seher. So, was will ich anbauen? Ich möchte. Scheu. Gras. Smoke the weed every day. So, hier würde ich gerne Dingens anbauen. Gerste. Ja. Hier. Und das kriegst du auch noch hin. Zack. Und jetzt setze ich den aufs andere Feld. Hey! Ab unter die Erde. Erfolg freigeschaltet. Zwei Erfolge freigeschaltet in nur einer Folge. Hey. Das ist ja mal erfolgreich. Das ist ein richtig schlechter Witz. So, Helfer, Kollege, mach mal. So, warte mal. Ich will mal wissen, der sitzt, der sie. Ich dachte gerade, das wäre der Officer gewesen aus GTA San Andreas. GTA San Andreas ist aber auch geil. So. Haben die schon? Nein, haben sie natürlich nicht. Sind ja faul. Sind Schafe. Schafe machen nicht viel. Wie Perry das Schnabeltier. Alright then. Heu müsste ich auch bald mal. Ich könnte das Gras, was ich noch habe, eigentlich, hätte ich noch einen extra zweiten Schlepper. Könnte ich schon mal. Ich glaube, zu Kühen will ich als nächstes. Kühe sind. Na, Kühe sind, glaube ich, das zweiteinfachste. Ich glaube, als erstes will ich mir tatsächlich mal 10 Schafe holen. Dann gucke ich mal bei Kühen. Gibt es für irgendeine Frucht noch gerade ein sehr gutes Angebot? Es gibt beim Dorfgetreidespeicher gut Geld. Oh, Sojabohnen. Da gibt es auch gerade gut Geld für. Dann gehe ich mal meine Sojabohnen verkaufen. Ich bin Amerikaner. Ich bin Texaner. Ich darf so fahren. Und ich bin besoffen. Also in echt jetzt nicht. Es ist nur so, meine Rolle zu komplementieren. Oder zu komplettieren. Egal. Wusstest du eigentlich, dass zwischen uninformiert und uniformiert gar nicht so viel, gar kein so großer Unterschied ist? Und manchmal ist es nicht auszuschließen. Boah, schaut's mal. Zum Hof wollte ich, genau. Ich vergesse schon selber, was ich machen wollte. Fabio 15 ist dement. Oder hat einfach nur ein scheiß Kurzzeitgedächtnis. Es kann auch sein, weil das klingt nicht so gut im Titel. Es wird sowieso nicht Folgentitel, weil Folgentitel das erste oder das erste Mal auf der Weide oder so irgendwie sowas sein. Vielleicht fällt mir noch ein scheiß Wortwitz ein, den ich verwenden kann.
So, jetzt ist nur die Frage. Ich brauche auch bald mal einen neuen Anhänger. Ganz ehrlich. Sojabohnen. Dort. Wo haben die das Angebot? An der Mühle. Juhu. Gut, dass ich da nicht weit fahren muss. Hey. Why not diese Folge? Sage ich jetzt einfach so. Wahrscheinlich wird es am Ende doch nicht. Doch, es wird passieren. Mühle ist ja doch nicht so weit weg. Und immerhin, wenn ich schneller als 43 fahren kann oder 53, dann ist das schon ein Zugewinn, was ich kann. Guck mal, ich fahre schon 55. Und auf dem Rückweg werde ich definitiv schneller fahren können, easy. Insofern ist das mit dem Pickup zu machen doch eine große Zeitersparnis. Im Gegensatz zu irgendwie Schlepper zu fahren. Es sei denn, ich habe einen Fast Track, dann müsste ich fast konstant über 70 fahren. Aber auch das würde ich wahrscheinlich mit dem großen Pickup auch irgendwie schaffen. Aber ich fahre 70. Ich muss auch mal, wenn ich mir den großen Pickup kaufe. Entschuldigung, ich muss mich gerade räuspern. Wenn ich mir den großen Pickup kaufe, dann werde ich vielleicht einen aus dem Mod nehmen, weil ich da mir zum Beispiel auch noch Engine Tuning und all sowas reinprogrammieren kann. So dass ich mir irgendwie so ein 420 PS Ding bastel, was einfach so übelst hart abgeht. Und so richtig krass ist. So, das ist die Mühle. Jupp. Dann bitteschön. There you get my soybeans. Yeah. Here comes the money with Shano Mac. Why? Shano Mac is here. Ich könnte mir eigentlich schon die nächsten neuen Schafe kaufen. Kann ich echt machen. Ja, für das Subjekt der nächsten Folge. Aber in dieser Folge, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt und ich halte mein Wort meistens. Deswegen gehe ich jetzt noch den zweiten Anhänger Sojabohnen verkaufen. Sojabohnen könnte ich, glaube ich, mal öfter anbauen. Pflanze jetzt noch mal zweimal Gerste, glaube ich, an. Zweimal Gerste. Ja. Ich will das mal gleich von der Seite sehen. Ich pflanze jetzt zweimal Gerste an. Und dann gehe ich, glaube ich, auf Sojabohnen zweimal. Müssen wir einfach so einen Rhythmus durchmachen, der so ein bisschen an der echten Landwirtschaft orientiert ist. Oh, Wheelie. Wow. Und an dem gucke ich dann, was ich anpflanze und was nicht. Ich muss meine Felder nicht brachlegen, zum Glück. Ich muss auch zum Glück nicht mit Folgewirkungen von dem Kunstdünger rechnen. Aber schlussendlich will ich irgendwann doch auf Scheiße umsteigen. Ich habe ja auch die Kühe hier direkt am Hof. Das heißt, mit denen kann ich recht easy an Scheiße kommen, mit der ich düngen kann. Ich habe noch kein Genmais zum Glück. Das wäre auch mal irgendwie so eine Sache, dass man die Option hätte, Genmais zu verwenden, der dann vielleicht ein bisschen ertragreicher ist, aber dafür auch das Feld komplett zerstört und all solche Sachen. Das wäre auch mal was einfach für die nächsten Teile. Aber das wäre wirklich eine Grundfunktion, die man implementieren müsste. Dass man irgendwie eine Option anschaltet oder sowas. Das wäre auch geil, ich würde es mir wünschen. Ganz ehrlich. Okay, 14 Minuten und ein bisschen. Schaffe ich noch. Sieht gut aus. Okay, ich kann, denke ich mal, schon mal sagen, was ich nächste Folge mache. Zwar ist es nicht nur Leuten die Vorfahrt nehmen. Nee, ich habe dir nicht mal die Vorfahrt genommen. Glaube ich jedenfalls. Ich nagel mich nicht drauf fest. Ich habe meinen Führerschein gemacht. Ich weiß sowas noch nicht. Aber es kommt bestimmt alles. Es wäre auch geil, wenn man hier den Zug fahren könnte. Jedenfalls, nächste Folge. Kaufen wir noch ein paar Tiere. Sechs an der Zahl. Passt. Sechs an der Zahl passt. Ansonsten gehe ich noch ein bisschen Weizen verkaufen. Und ich würde gerne einen neuen Anhänger haben, ehrlich. Was kostet denn so ein neuer Anhänger?
würde, den muss ich unbedingt runtersetzen im Preis. Der 12.500 Liter Fassungsvermögen, den würde ich so auf gerne 20.000 runtersetzen oder sowas. Der hier kostet 28.000. Ansonsten habe ich noch den hier. Den würde ich auch gerne mir nochmal genauer angucken und den würde ich dann auch so auf 150.000 herabsetzen. Was ihn eigentlich so zwischen die beide setzen würden, da sehe ich den auch. Und mit dem habe ich eben IT-Runner. Und IT-Runner ist schon extrem geil. Weil ich eben das alles habe. Die ganzen Container. Hier habe ich auch einen Gülle-Container und all sowas. Das ist schon geil. Ich habe eine Mulde und all sowas. Aber darauf muss erstmal hingespart werden. Und ich denke, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.